Ja, servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Ihr wisst ja, oder einige von euch wissen schon, dass unser lieber Lars Hermann wieder dabei ist. Der war ja lange Zeit vor meiner Zeit, wo ich angefangen habe, schon dabei. Und hat eine riesen Fangemeinschaft damals gehabt. Und ja, manche haben immer gesagt, er ist eine Spaßbremse, ja. Weil er seine Videos immer so nüchtern daherbracht hat oder wie auch immer. Aber das scheint sich mittlerweile scheinbar geändert zu haben. Weil Lars ist jetzt wieder dabei, der mischt wieder voll mit. Gell? Lars, auf diesen Weg, Prost auf dich und Prost auf euch. Das hat er halt vieles wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Klar, sind ja weg. Du durftest ja nicht, deine Frau wollte ja nicht, dass du Pfeife rauchst, so viel in Erinnerung habe. Freut mich, dass du dich nach 7 Jahren endlich wieder endlich durchgesetzt hast, gell? Dass du hier wieder mit bist und das machst, was du gern machst. Gell? Und weißt halt vieles nicht, gell? Was in der Zeit passiert ist. Bei mir auch und alles hat sich verwehrt. Also, Devi ist nicht meine Schwester, Devi ist meine Frau. Und mir ist schon klar, dass du jetzt nicht die ganzen, also wenn du unsere Videos nicht angeschaut hast, die ganzen Jahre, nicht wissen kannst, was da mit jedem Einzelnen passiert ist. Da, gell? Es sind viele weggegangen, viele sind neu dazugekommen und jetzt 7 Jahre lang die Videos alle nachzuschauen, ist mir schon auch klar, dass das ein Ding eine Unmöglichkeit ist. Gell? Ich persönlich freue mich, dass du wieder dabei bist, muss ich offen und ehrlich sagen, nur auf den Kommentar. Was heute war, das Video, was ich reingestellt habe, wo ich beim Essen war, ja, beim Alex in Schondorf, und dazu wollte ich jetzt eigentlich das Video machen, merkt man halt einfach, ich habe das Gefühl, entweder schaust du das nicht ganz um meine Videos oder keine Kritik jetzt, gell, um Gottes Willen, jeder macht das so, wie er will, aber meine Mutter schaut mit ihren 86 Jahren, ja, wirklich super aus. Ich hoffe, ich habe ihre Gene. Und wie gesagt, Evi ist nicht meine Schwester, sondern meine Frau. Gell? Nur zu dem jetzt, was früher sie immer gesagt haben, du wärst eine Spaßbremse. Glaube ich, dass du mittlerweile wirklich ein richtiger Bayer, vielleicht kannst du dich in Bayern richtig durchsetzen. Darum lade ich dich jetzt ein, obwohl wir eigentlich voll sind, zu unserem Pfeifentreffen, was wir ja am 7. Oktober haben. Gell? Mhm. Die Einladung, die übernehme ich. Also du brauchst nichts bezahlen, du müsstest mir nur sagen, dass du hundertprozentig kommst. Ja? Weil das wäre schon wichtig. Gell? Wir hätten da bestimmt einen riesen Gaudi mit dir. Oder, wenn du es nicht schaffst, wir haben ja öfter mal anderweitige Treffen, gell, wo der Franz, der Zimmermann dabei ist, der Renata aus der Schweiz, der Erwin, der Klaus Bosch, wen haben wir denn noch dabei? Ich sowieso, gell? Und so richtige bayerische Runden und du mittendrin. Und ich denke mal, dass wir da einen riesen Gaudi haben könnten, gell? Lieber Lars, ich freue mich, dass du dabei bist wieder und hoffe, dass du dabei bleibst. Gell? Hast du letztes Mal eine wunderbare Pfeife, das Video, was ich gesehen habe, von Torben Tanz vorgestellt. Da habe ich auch einige, das ist jetzt keine, die ich erstellen will. Und jetzt trinke ich ein Glas Bier auf dich, Prost. Oh, wunderbar. Und da würde mich jetzt freuen, wenn ich Antwort kriege, ob du zum Pfeifentreffen kommen würdest oder bereit wärst, bei irgendeinem anderen Treffen dabei warst. Gell? Ich denke mal, so ein Mann wie du zwischen uns Bayern, der kann sich schon durchsetzen. Gell? Also. Wünsch dir was, Lars. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und danke fürs Zuschauen an euch. Gell? Servus aus Bayern.